So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator, und ich darf euch super herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Odyssey. Wir suchen die Hetera, die sind irgendwo da oben. Wollt ihr mich verarschen? Guck mal da hoch. Ihr seid doch nicht mehr ganz... Yalla! Okay, das wird ein weiter Weg, Leute. Wer war das? Ich war das. Oh, hallo! Jetzt stirbst du! Und die Fresse. Ella. Immer wieder lustig. Au. Ich glaube, ich habe ein Tier überfahren. Ich muss ganz da hoch. Ich hoffe, da geht ein Weg noch hoch irgendwie. Ah, haut euch die Fresse ein, Leute. Ja, immer drauf auf die Omme. Da geht ein Weg hoch. Hoffentlich. Ella. Oder auch nicht. Höhle der toten Wölfe. Doch einer der Waffel, Mann, ey, ganz ehrlich. Ich muss noch ein bisschen Dings spammen. Durchsuchen, spammen. Eben, Olivenholz. Elz. Ja! Elzen! Oh Mann, jetzt da hoch, ey. Na doch. Das schafft doch mein Gaul nicht. Oh! Oh, das machen wir schnell, das machen wir schnell. Die paar. Easy going. Feuer! Scheiße! Feuer! Hey. Oh! Ach lol, da steht auch noch ein Dicke vorne dran. Das sind Kultisten sogar noch. Lustig. Schnitzel! Mit so einer Axt kannst du halt richtig schön die Rüstung durchgehen, ne? Herrlich. So, und jetzt? Können wir noch ein bisschen plündern hier. Und durch. Ich kann Phobos nicht rufen, weil ich in dem Sperrgebiet hocke. Ah, da oben ist er ja.
Nee, ich brauchte die Ding. Die alten Schriften. Dann kann ich wieder 5 Stück. Dann kann ich nämlich wieder mein Schiff ein bisschen pimpen. Waffenschaden. 5% mehr Schaden, Schwachstellenerzeugung. Jawohl! Und auf geht's! Oh, jetzt müssen wir trotzdem irgendwie gucken, wie wir da hochkommen, ey. Eisenbrocken! Ella. Wenn nicht, dann kletter ich gleich hoch, Mann, ist mir egal. Ja. Kommt schon, Phobos! Allrad! Ach, das ist auch noch eine Festung! Es wird geklettert, ist mir egal. Ich glaube, der Tempel kann man frei betreten. Eine Festung ist gar nicht toll. So. Sind wir erstmal draußen wieder. Ein Tempel auf der Spitze von Akrokorinth. Danach habe ich gesucht. Ich tue jetzt, glaube ich, erstmal synchronisieren. Für wen halten die sich? Ich muss sie aufhalten. Wieso? Was haben sie da gemacht? Synchronisieren. Oh, das ist ja noch besser, der Ausblick, ey. Geil. Was? Hier beten die Menschen Aphrodite an. Doch das Schönste hier ist die Aussicht. Kein Bier vor 4, du Sack! Wer waren die? Und warum suchten sie nach den Hetären? Hallo! Das hat mir Spaß gemacht, übrigens. Ach, diese Pflege glauben, der Tempel sei ihnen gewidmet! Die Diebe sind hier, aber keine Hetären. Die Hetären? Die sind viel schlauer als wir. Sie bemerkten, dass ihre Besucher alle auf dem Weg zu ihnen ausgeraubt wurden. Den Männern des Hökers entkommt niemand in Korinth. Wer würde sich denn freiwillig Höker nennen? Lass ihn das bloß nicht hören. Dem Letzten, der es wagte, seinen Namen zu sagen, schnitt man die Zunge heraus. Dann ist der Höker ein Krimineller aus Korinth? Er ist der Herr der Schwarzmärkte. Die eine Hand hält er offen für Geld, die andere umschließt eine Waffe. So regiert er. Er ist ein Monster, das sich von Drachmen und Blut ernährt. Bäh. Wenn du die Hetären kennst, dann hast du auch von Antusa gehört. Ich suche sie.
Man sagt, sie sei überall. Ich habe sie allerdings noch nie gesehen. Aber die Ätherin sehen alles. Sie halten sich beim Pirenebrunnen am Fuße des Berges auf. Dort treffen sie ihre Freier und bringen sie an einen geheimen Ort. Gut. Das nächste Mal solltest du Aphrodite zu Hause anbeten. Der Schutzgott der Stadt, hier in dem Fall in Korinth, das ist in dem Fall Aphrodite. Deswegen wird hier so viel gewummert. Upsi. Was machen Wölfe wieder hier? Eine militärische Basis am Fuß oder auf dem Berg drauf ist schon was Geiles, Mann. Hallo, Ladies. Könnt mal wieder ein Ründchen vertragen hier, ne? Es kann nicht mehr lange. Da ist sie sogar, die wir suchen. Hallo, mein Schatz, ich liebe dich. Ich brauche also etwas hat uns Alexios endlich gefunden. Du kennst mich. Und du kennst sie. Das ist Anthusa. Wir sahen, wie du den Gläubigen beim Tempel der Aphrodite halfst. Du hast dich als Freund erwiesen. Hörst du das, Ikaros? Ihr Auge ist so scharf wie deines. Außerdem ist auch noch jemand für dich eingetreten. Überraschung! Na, was macht denn die schon wieder da? Aspasia schickt mich. Ich arbeite jetzt für sie, weißt du noch? Aber wieso hier? Korinth ist nicht sicher. Ich musste Anthusa erzählen, dass du kommst. Ich habe ein neues Wort gelernt. Botschafterin. Das bin ich. Und nun haben Alexios und ich uns getroffen. Siehst du? Ganz einfach. Und jetzt kann ich dir helfen. Ich denke, das wäre in Ordnung. Wer weiß, was auf mich zukommen wird. Ja! Du musst aber besonders gut auf dich aufpassen. Wir sollten hineingehen, Alexios. Wir sind nicht die Einzigen mit wachsamen Augen. Komm mit mir. Kann ich mitkommen? Solange du still bist. Na, da bin ich mal gespannt, was sie zu berichten hat. Was ist der Anlass deines Besuchs? Alkibiades erzählte mir von dir. Hat er das? Erzähl weiter. Ich suche nach einer Spartanerin. Sie lief davon, vor langer Zeit. Vielleicht kennst du sie unter dem Namen Myrine. Wer ist das? Sie ist meine Mutter. Deine Mutter? Du hast keine Mutter. Markus meinte, er hätte dich aufgezogen. Was sagte ich noch zum Thema Stillsein? Verstehe. Wir haben später mehr Zeit für deine Fragen, aber nicht jetzt. Oh, keine Aufträge. Einverstanden. Solange du mir am Ende erzählst, was du weißt. Du musst mir vertrauen. Wo ich bin, kommt niemand ohne Glaubwürdigkeit hin. Du hast mein Wort. Und du kannst Alexios immer vertrauen. Warum gehst du nicht spielen, Phoebe? Lass mich mit Anthusa reden. Wie du meinst. Ich schlage einen Handel vor. Hilf mir. Hilf uns, stärker zu werden. Stark genug, um den Höker endgültig loszuwerden. Ein einfacher Handel, sei unbesorgt. Abgemacht. Ich schlage ein. Eine weise Entscheidung, Söldner. Ich bin nicht aus Zufall so weit gekommen. Ich weiß, meine Chancen zu ergreifen. Oh, gut. Dann sind wir im Geschäft. Nun, hast du vom Höker gehört? Ja. Den Gläubigen nach zu urteilen, einer, vor dem ich mich in Acht nehmen sollte. Sie haben recht. Ich bin sicher, seine Opfer bereuen ihre Unachtsamkeit. Mein Blick ist wachsam. Dann hast du dich gut behauptet. Du bist nicht tot. Naja, noch nicht. Er hat genug Schläger für eine kleine Armee. Sie greifen jetzt die Menschen auf der Straße an. Uns eingeschlossen. Er bringt Hetären um? Umbringen? Wir sind zu klug dafür. Aber es muss etwas geschehen, bevor es dazu kommt. Ich bin nicht die Einzige, die Hilfe braucht. Meine Mädchen, Damalis und Irina, auch sie leiden. Wieder der Höker? Das bezweifle ich nicht. Unternimm etwas gegen ihre Angreifer und dann wird er leiden. Damalis ist dort beim Brunnen. Aber Irina ist im Garten des Bellerophontes.
Ich rede mit ihnen, ja. Ich sehe, wie ich helfen kann. Gut, der Höker füttert seine Schläger mit den Drachmen, die er durch Schmuggel verdient. Hauptsächlich Waffen. Und es ist umso lukrativer nun, da er am Krieg mitverdienen kann. Also, wenn jemand die Lieferung an den Höker unterbricht, hungern seine Männer. Ganz genau. Statte seinem Lagerhaus beim Hafen Lecheon einen Besuch ab und brenn seine Fracht nieder. Alles. Das Chaos erledigt dann den Rest. Okay. Dann soll das Lagerhaus zu Asche zerfallen. Ei. Hallo. Ah, jetzt muss ich mit der Alten da reden. Immer wieder Quests. Bist du hier, um uns zu helfen, Söldner? Du siehst nicht aus wie ein Spion des Hökers. Ich bin eher gerade heraus. Gibt es hier irgendein Problem mit dem Höker, Damalis? Möglich. Einer meiner Freier ist anders. Er war vorher ein netter Mann, aber jetzt ist er böse. In Korinth scheint es nicht mehr viele nette Menschen zu geben. Jemand mit Muskeln muss herausfinden, was hinter der Wandlung steckt. Er ist anders. Ich rede mit ihm. Dann finde ich heraus, was er dazu zu sagen hat. Wenn er sich nicht hier herumtreibt, ist er in seinem Haus. Ich will, dass das endlich ein Ende hat. In Anwesenheit meines Speeres entdecken die Menschen ihre Liebe zur Wahrheit. Ich spreche mit ihm. Ja. Mehrere Quests angenommen. Gut, dann gucken wir jetzt erstmal. Ich würde mal sagen, wir fackeln erstmal das Ich spreche mit Irina. Wir fackeln erstmal das Zeug ab, würde ich sagen. Mach Platz, ihr heuchelnden Anbeter. Ach, Kacke, Mann, oder? Jö! Jö! Kann ja nicht so lange gehen, da glaube ich, oder? Wir gehen jetzt hier hin. Was? Schließe Quests ab, plündere Truhen und blablabla und der ganze Käse. Warte, was steht da? Ton und Schauplätze oder zerstöre Alpha-Schiffe, um Galionsfiguren, Schiffsdesigns und Mannschaftsthemen für die Adestrae freizuschalten. Aha. Was heißt die Alpha-Schiffe? Oh, willkommen zurück in Korinth. 300 Meter von hier. Ich glaube, das geht mal zu Fuß. Gaul, es ist immer so unwegsam. Und ich glaube, man ist zu Fuß in der Stadt schneller als mit dem Gaul. Oh, meine Axt hat Hunger. Ein Speer hat was, aber die Axt hat leider auch was. Die macht einen Haufen Damage. Ist zwar ein wenig langsamer, aber wenn die einmal zum Zug kommt, ein Haufen Schaden. Der Hafen von Lecheon. Lecheon. Lickelik. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Was war das? Oh, macht voll keinen Schaden, Mann. Das ist der Ort. Verbrennen wir ein paar Waren.
Nein, nein! Feuer! Mist! Beschissene Flammen! Geht aus, verdammt! Ich brenne! Der brennt auch! Malaka? Was ist jetzt los? Ach, wer seid denn ihr Süßen? Wer ist das? Sein Vater? Ist aber nicht der Wolf von Sparta, oder? Doch. Nein. Komm und hol's dir. Ach Mann. Ja, also bitte, so oft muss man so einen nicht aufschlitzen. Das ist mein Bruder. Badass, Mann. Badass. Really badass. Weg, du Sau. Wer bist denn du, mein Freund, Mann? Du kämpfst wie ein Spartiat. Du bist entschlossen. Das haben wir gemeinsam. In den Flammen waren Unschuldige gefangen. Ich tat, was ich konnte. Das Feuer war heftig. Nicht jeder kann dem Hades entkommen. Ich danke dir trotzdem. Ich bin Alexios. Ich würde mich auch bei dir bedanken, wenn ich deinen Namen wüsste. Brasidas von Sparta. Du bist neu hier in Korinth. Du bist auch ein Spion? Eine spartanische Taktik. Oh, ich hab Mittel und Wege. Ich bekomme das Gefühl, das gehört in Korinth dazu. Antusa hat ihre Hetären in jeder Ecke. Ah, Antusa. Wir sind uns uneinig, haben aber einen gemeinsamen Feind. Den Höker? Wir sind uns einig, dass er sterben soll, aber uneinig wie. Was willst du mit ihm anstellen? Der Höker hat Korinth unter seiner Kontrolle. Ich will ihn mit möglichst wenig Blutvergießen ersetzen. Ihn und seine Männer zu töten, scheint deinem friedlichen Vorhaben zu widersprechen. Alles andere ist fehlgeschlagen. Vertrau mir. Was ist passiert? Wir haben seine wichtigsten Männer festgenommen, die Bürger bewaffnet, versucht, die Polis gegen ihn aufzubringen. Nichts half. Es bleibt nichts, außer einem schnellen Schnitt mit dem Schwert. Das hilft meistens. Wir locken ihn in die heilige Höhle Korinths und dann ist es vorbei. Der sieht aus wie Leonidas. Wenn ich Korinth verlasse, ist der Höker lange tot. Tötest du ihn, wird Sparta in deiner Schuld stehen. Auch ich war einst Spartaner. Einst? Bis ich als Kind vom Taygetos-Gebirge geworfen und zurückgelassen wurde. Du bist der Sohn von Nikolaus von Sparta? Ganz Sparta kennt deinen Namen. Du bist hier? Und du bist am Leben? Unmöglich! Ich hab sogar meinen Vaters Helm. Ich selbst großgezogen, während das Leben in Sparta weiterging. Ganz gleich, ob man aus Sparta ist. Die Guten werden vergeben und ihnen sollte vergeben werden.
Ich bin auf der Suche nach meiner Mutter, Myrina. Und nur Antusa kann mir helfen. Ja, Myrina. Du weißt nicht zufällig etwas über sie, oder? Ich weiß, dass niemand solch eine Tragödie alleine tragen sollte. Und ich hörte, dass sie in dieser Nacht Sparta den Rücken kehrte. Niemand hat sie vergessen. Soweit ich weiß, wollte sie vergessen werden. Du kanntest Nikolaus. Ein guter Befehlshaber, aber ein sturer Spartiat. Und entlohnt für seine Loyalität. Aber er verschwand und seine Leiche wurde nie gefunden. Der Staat hat ihn für tot erklärt. Was? Ist schon gut. Ich sah ihn zuletzt, als ich ein Kind war. Ja, ja. Moment, ich hab ihn nicht getötet, also so ist es nicht. Also ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Es gibt keinen Weg zurück. Die Vertriebenen finden immer wieder ihren Weg nach Hause. Die Götter haben nur entschieden, dass du dafür kämpfen musst. Geht das denn nicht einfacher? Kopf hoch, Spartiat. Einfach gibt es nicht. Wiedersehen, Brasidas. Wir sehen uns wieder. Ich werde mit dir kämpfen. Sei mutig. Au! Ja. Okay, weiter. Und jetzt? Jetzt die nächste Quest. Wenn ich schon hier bin, dann spreche ich gerade noch mit Irina. Die ist nämlich auch hier in der Nähe. So, aber wir machen erst in der nächsten Folge weiter. Wir sehen uns. Beziehungsweise, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wenn man nicht... Würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Wir sehen uns, Leute. Bis dahin. Schöne Zeit.